Moin Leute, mein Name ist Koi und in diesem Video stelle ich euch meinen nächsten Path of Exile Charakter vor. Wie immer wird das ein zweiteiliger Guide, das hier ist der erste Teil, in dem ich euch zeige, mit welcher Ausrüstung ich diesen Charakter gelevelt habe. Im zweiten Teil kommende Woche präsentiere ich euch den Charakter mit hoffentlich sehr guter Endgame-Ausrüstung. Kenner dieses Kanals werden den Bild wohl sofort wiedererkennen. Es ist mein Lieblingsbild, der Wirbelsturm Eisnova Assassine. Da ich aber nicht Fan davon bin, Builds einfach nochmal genauso zu spielen, wie ich sie schon mal gespielt habe, werde ich, wie schon bei meinem League-Starter-Bild, wieder auf die von mir sogenannte Niedrig-Leben-Variante gehen. Einfach weil ich die meiste Ausrüstung dafür schon habe. Das kommt dann natürlich erst im Endgame. Gleich vorweg, das ist kein Bild, den ihr als League-Starter oder generell als allerersten Bild überhaupt spielen solltet. Wir benutzen ganz spezielle Mechaniken und auch Ausrüstung, sodass das eher ein dritter, vierter Charakter ist. Wenn ihr also schon ein bisschen Geld angesammelt habt, könnt ihr euch mal an dem Bild rantrauen. Ich habe auch in der Videobeschreibung die alternative Variante verlinkt, in der wir ganz simpel voll auf Leben und Ausweichen gegangen sind. Die ist generell auch leichter auszurüsten und aufzubauen. Schaut also gern da schon mal rein, wenn ihr diesen Bild noch gar nicht kennt. Was wir letztlich machen ist folgendes. Wir nutzen Wirbelsturm als Angriffsskill. Wirbelsturm selbst macht aber gar keinen Schaden, denn über die Zauber bei kritischem Trefferunterstützung können wir verlinkte Zauber automatisch wirken lassen, wenn wir mit unserem Wirbelsturm kritisch treffen. Der Assassine versorgt uns dabei relativ leicht mit ausreichend hoher kritischer Trefferchance, sodass wir ganz oft die Zauber auslösen können, weil Wirbelsturm ja auch ganz oft die Gegner trifft. Als Zauber nutzen wir wie gesagt Eisnova und die Frostkugel, weil die beiden Skills Synergien zueinander haben. Normalerweise wird Eisnova von unserem Charakter ausgewirkt, fliegen allerdings ein paar Frostkugeln umher, wird Eisnova von diesen Frostkugeln ausgewirkt und das gleich doppelt, wodurch wir natürlich auch unseren Schaden verdoppeln. Das sind also soweit die Grundmechaniken des Builds. Wie das Ganze jetzt verlinkt ist, zeige ich euch mitsamt meiner Leveling-Ausrüstung gleich. So ein Build zu leveln ist immer etwas merkwürdig, weil das Ganze erst später richtig gut funktioniert. Ich habe zuerst einfach mit Cobra-Schlag gespielt und bin irgendwann auf Lichtbogen gewechselt und ab Level 44 auf das nun folgende Setup. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen, damit euch auch meine weiteren Videos gefallen können. So, bevor wir zu unserem Hauptsetup kommen, erstmal die Frage, wann habe ich das überhaupt genutzt? Ich habe auf Wirbelsturm zusammen mit eben dem ganzen Setup Eisnova gewechselt, nachdem ich den Witwenmacher ausrüsten konnte und das ist mit Level 44. Das heißt, ab Level 44 habe ich gewechselt auf Wirbelsturm und Co. Davor habe ich einfach irgendwas anderes gespielt. Ich habe ganz am Anfang Cobra-Schlag gespielt, weil mir Cobra-Schlag einfach Spaß macht. Ihr könnt auch von Anfang an schon zum Beispiel den Frostpuls nehmen. Zusammen mit der Frostbombe ist das eigentlich immer eine gute Kombo zum Leveln. Gerade wenn ihr schon Leveling-Gear habt, da macht das alles genug Schaden. Ihr könnt quasi bis Level 44 einfach irgendwas spielen, was euch Spaß macht. Das ist völlig irrelevant. Hauptsache, ihr verlinkt das ordentlich in eurer Tabula Rasa und ihr macht eigentlich genug Schaden. Nachdem ihr dann den Witwenmacher ausrüsten könnt, könnt ihr dann auch wechseln. Das fühlt sich am Anfang immer noch ein bisschen komisch an. Erst so mit den ganzen Aszendenzpunkten und den ganzen Gem-Leveln geht dann auch die kritische Trefferchance hoch genug, dass sich das richtig gut anfühlt. Das heißt also, unser Hauptsetup ist jetzt Wirbelsturm, Zauber mit kritischem Treffer, Frostkugel und Eisnova. Das heißt, jedes Mal, wenn wir mit Wirbelsturm kritisch treffen, wird zuerst Frostkugel ausgelöst und dann Eisnova und diese Eisnova dann eben auf diese Frostkugel doppelt. Das ist doppelter Schaden. Das ist wunderbar. Dann haben wir noch zwei Plätze frei. Dann ist hier doch erhöhte kritische Trefferchance drin, damit wir sowohl mit Wirbelsturm als auch mit den Zaubern kritisch treffen, was natürlich erstmal die Mechanik ermöglicht und zweitens mal auch noch unseren Schaden erhöht. Und dann nochmal Inspiration für die Inspirationsladungen, die uns auch nochmal Elementarschaden geben und erhöhte kritische Trefferchance. Das ist unser Hauptsetup. Das wird sich natürlich irgendwann nochmal ändern, wenn wir dann später Endgame-Schwerter haben. Dann kommt die Frostkugel hier raus. Das wird dann alles Part vom nächsten Video. Ansonsten haben wir, wie gesagt, den Witwenmacher als Waffe, einfach nur für die hohe kritische Trefferchance von der Waffe, die wir eben brauchen, damit wir die ganzen Zauber triggern können. Hier drin ist einfach nur Flammensport mit Arcane Woge verlinkt. Unser Bewegungssetup, Arcane Woge für den kleinen Buff, der uns auch nochmal mehr Zauberschaden gibt. Dann haben wir hier Hass drin als Aura für mehr Kälteschaden. Hier drüben ist ein Eisgolem. Das Schild ist ganz geil, das ist Lycosidae. Warum wir dieses Schild nehmen, ist einfach, euren Treffern kann nicht ausgewichen werden. Das ist gerade am Anfang auch sehr gut, da müssen wir nicht auf Genauigkeit oder so achten, weil die Gegner sowieso nicht ausweichen können. Das heißt, wir treffen immer. Dadurch ist auch sichergestellt, dass wir, wenn wir mal einen kritischen Treffer landen, der auch wirklich trifft. Deswegen ist das zum Leveln auch wunderbar. Könnt ihr auch relativ früh nehmen, wenn wir dann den Gem rausmachen. Das ist schon ab Stufe 11 verwendbar, das Schild. Also wunderbar. Hier drin ist ein Eisgolem für mehr Genauigkeit, was wir jetzt mit dem Schild natürlich nicht brauchen, aber später dann. Und erhöht die kritische Trefferchance. Dann der Helm Goldkranz für die Elementarwiderstände. Hier drin ist noch die Frostbombe, die wir natürlich immer mal bei Bossen zusätzlich zaubern, damit die Frostbombe den Kälte-Widerstand reduziert von den Gegnern. Ansonsten habe ich hier die Oskar-Handschuhe.
Löst Mal des Assassinen Stufe 10 aus, wenn ihr einen seltenen oder einzigartigen Gegner trefft. Das ist quasi unser zweiter Fluch. Unser einer Fluch ist im Ring. Das ist unser zweiter Fluch, den wir über die Handschuhe auch nur beim Leveln jetzt auslösen. Mal des Assassinen bringt es auch prinzipiell einfach nochmal erhöhte kritische Trefferchance und mehr Schaden mit kritischen Treffern. Das ist also wunderbar. Hier drin ist Herold des Eises. Daher kommen auch die schönen Effekte und die schönen Gegner-Explosionen quasi durch Herr des Eises. Wunderbar. Der zweite Fluch ist schneidende Kälte, habe ich hier in dem Ring. Zeichen der Unterwerfung. Verflucht Gegner bei Treffer mit eingefasster Verhexungsfluchfertigkeit. Das ist wichtig, dass es eine Verhexungsfluchfertigkeit ist. Mal des Assassinen beispielsweise funktioniert nicht in dem Ring, weil Mal des Assassinen keine Verhexung ist, aber ein Fluch. Da wird jetzt immer unterteilt. Flüche sind jetzt quasi zwei Sachen. Einmal eine Verhexung und einmal ein Mal. Deswegen müssen wir darauf achten, deswegen können wir hier nur schneidende Kälte reinmachen, nicht Mal des Assassinen. Aber das passt, schneidende Kälte reduziert auch nochmal den Kältewiderstand der Gegner, wodurch wir mehr Schaden machen. Der andere Ring ist Löb von allem, was uns einfach mal was von allem gibt. Attribute, Schaden, Elementarwiderstände, wunderbar. Und das Amulett Chayulas Gegenwart, das ist jetzt erst mit Stufe 60. Davor nehmt ihr einfach irgendein Amulett, was euch am besten so ein paar Attribute gibt. Leben, Resistenz, je nachdem, ob ihr das beim Leveln schon braucht. Ich habe da jetzt nicht wirklich drauf geachtet. Ich bin einfach durch die Story durch. Hauptsache, wir kommen durch. Und dann ab Level 60 ist dieses Amulett, und das werden wir bis zum Endgame auch behalten. Chayulas Gegenwart ist super. 60% Chaoswiderstand, was eine Menge ist. Wir können nicht betäubt werden. Das war ja mal so, dass wir mit Wirbelsturm sowieso nicht betäubt werden konnten. Das haben sie ja geändert letzte League. Das heißt, wir können jetzt auch betäubt werden. Und es nervt natürlich schon, wenn wir wirbeln und dann kurz stehen bleiben, weil wir betäubt sind. Unendlich nervig. Deswegen dieses Amulett super. Und 20% des maximalen Lebens in Energieschild umgewandelt, was auch gut ist für uns später, wenn wir dann auf diese Low-Life-Variante gehen, kriegen wir noch mehr Energieschild raus. Wunderbar. Also ein sehr gutes Amulett und auch nicht allzu teuer. Ich habe, glaube ich, 20 Chaos dafür bezahlt. Und die Schuhe, Wanderlustschuhe, einfach nur für ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit und nicht einfrieren, ist okay. Hier drin ist noch Präzision als Aura auch nochmal für mehr Genauigkeit und kritische Trefferchance. Und okay, Meistersinn habe ich damals noch selbst gewirkt, warum er jetzt nicht mehr, kann eigentlich raus. Der Gürtel, angehaltener Atem, einfach nur für eine solide Menge Energieschild, sonst auch nichts Besonderes. Und bei den Flaschen, eine Lebensflasche, die immun gegen Blut macht. Dann habe ich hier ein Bismutfläschchen für die Elementarwiderstände. Ein Diamantfläschchen ist sehr, sehr wichtig tatsächlich zum Leveln, weil es unsere Trefferchance, unsere kritische Trefferchance günstig macht. Und das merkt man natürlich auch. Wenn wir nämlich sonst nur so eine kritische Trefferchance von 50% haben, mit der Flasche fühlt sich das an wie 100%. Das ist wunderbar. Diese Flasche zum Leveln auf jeden Fall nehmen, dann funktioniert das Setup nämlich nochmal umso besser. Dann wie immer ein Quecksilberfläschchen für mehr Bewegungsgeschwindigkeit und Anti-Einfrieren. Und hier noch ein Stibnitfläschchen, weil ich es hatte. Immunität gegenüber Blutnahme drauf, von mir aus. Hauptsache so ein paar Flaschen da rein. Das wird jetzt alles im Endgame noch geändert. Was ihr ansonsten so für Ausrüstung wollt, ist natürlich dein Leben, Energieschild, Resistenzen. Ich bin am Anfang jetzt nicht direkt auf Leben gegangen, weil ich ja sowieso wusste, dass ich das wieder nicht brauche und ich wollte nicht umspecken. Wenn ihr besseres Levelgefühl haben wollt oder vielleicht noch nicht so viel Erfahrung habt, könnt ihr ruhig noch richtig auf Leben gehen und das später dann umtauschen. Das ist auch möglich. Aber wenn ihr schon ein bisschen Erfahrung habt, könnt ihr auch wie ich einfach durch und dann passt das schon. Ansonsten im Leben, Energieschild, Resistenzen, Attribute und wenn es dann möglich ist, Kälteschaden oder nicht. Wie gesagt, am besten aber diese Items anziehen und dann kommt ihr gut durch. Der passive Baum, der Aszendenzbaum ist eigentlich wie immer. Wir nehmen zuerst instabile Infusion mit, damit wir die Energieladung kriegen, die uns kritische Trefferchance geben. Dann tödliche Infusion, damit wir nochmal ein paar Boni kriegen für die Energieladung. Und dann im dritten Labyrinth, kurz vor Kitava, Schattenläufer für den schattenhaften Buff, der uns schneller macht, uns Ausweichchance gibt. Alles wunderbar. Und der letzte Punkt wird dann wahrscheinlich Opportunist werden für mehr Schaden an einzigartigen Gegnern. Ja, eigentlich ist das der einzige Grund. Okay, ansonsten, wir gehen zuerst hier so lang. Die ganzen Elementarpunkte nehmen wir mit, die kritische Trefferchance. Dann habe ich mir das hier mal noch mit einverleibt. Mal gucken, vielleicht wechseln wir hier auch nochmal ein paar Pünktchen aus. Dann kann man den Sockel mitnehmen. Hier kommt ein eisiger Pfad rein, damit Frostkugel gleich drei Kugeln abfeuert und nicht nur eine Kugel. Dann, wenn ihr dann das erste Labyrinth abgeschlossen habt, eure ersten Aszendenzpunkte verteilt habt, könnt ihr dann auch die ganzen Energieladungen mitnehmen, also damit ihr eine mehr kriegt. Die könnt ihr dann mitnehmen. Dann geht ihr hier hoch, nehmt das Leben mit, Leben und Energieschild. Dann geht ihr hier lang, nehmt das Leben und Energieschild mit. Dann könnt ihr auch schon hier hochgehen zu Todesflüstern. Ihr könnt einen zusätzlichen Fluch anwenden. Dadurch können wir jetzt eben sowohl schneidende Kälte als auch das Mal des Assassinen auf die Gegner packen. Das ist wichtig. Ansonsten könnt ihr nur einen Fluch nehmen. Dann müsst ihr den Mal des Assassinen rausnehmen. Beziehungsweise andere Handschuhe dann nehmen. Aber dann könnt ihr eigentlich auch direkt schon diesen Punkt mitnehmen. Das ist ganz gut. Ansonsten geht ihr dann hier weiter. Nehmt die Energieschildpunkte mit. Ein bisschen Flächenschaden. Hier auch wieder Energieladungspunkte. Und dann bin ich direkt hier hochgegangen, um noch mehr Boni pro Energieladung zu kriegen. Ansonsten gibt es hier noch ein paar Energieschildpunkte. Und danach kann man so den ganzen Flächenschaden nochmal so mitnehmen. Das ist soweit okay. Ich werde jetzt dann letztendlich auch ein paar Cluster-Juwele mal nehmen, wie ich das immer bei diesem Bild mache. Das ist wie immer ein großes Cluster-Juwel mit erhöhtem Kälteschaden. Hier jetzt noch zwei Punkte. Man kann sogar drei große Punkte drauf machen. Das wird dann aber extremst teuer und das lohnt sich dann nicht für den Preis, den man mehr zahlt. Also ich habe für dieses Cluster-Juwel jetzt
ich glaube, 50 Chaos bezahlt. Wenn wir statt diesem Punkt noch einen großen Punkt nehmen würden, der zum Beispiel uns nochmal mehr Fläche gibt, dann würden wir 5 bis 7 X zahlen. Das ist ein Preis für einen Unterschied von irgendwie 8% Schaden und 10% Fläche. Ist absolut nicht wert, deswegen, da könnt ihr eine Menge Geld sparen. Holt euch das mit 2 Punkten, ist völlig in Ordnung. Das ist einmal Beschwörer der Schneestürme. Fluchwirkung von schneidende Kälte ist erhöht, damit wird die Resistenz der Gegner noch weiter reduziert. Und wir kriegen kritische Trefferchance, was natürlich wunderbar für uns ist. Und ansonsten Schneedecke, Schaden durchdringt 10% Kältewiderstand gegen unterkühlte Gegner. Die sind konstant unterkühlte Gegner, das heißt, wir durchdringen ständig den Kältewiderstand, was auch nochmal mehr Schaden bedeutet. Dann habe ich hier als mittleres Cluster-Reveal erhöhter Flächenschaden. Einmal mit Vergrößerer für mehr Wirkungsbereich, mehr Flächenschaden und Multiplikator für kritische Treffer, was super ist, also alles drei für uns. Und grenzenlose Macht, nochmal 20% erhöhter Flächenschaden und 3% vergrößerter Wirkungsbereich pro Energieladung. Wir werden am Ende ja wahrscheinlich so auf 7, vielleicht sogar 8 Energieladungen kommen. Da bringt das natürlich auch nochmal eine ganze Menge. Und bei dem Kleinsauge kommt dann wieder Energieschildpunkt rein, die uns dann 100 Energieschild geben. Und dasselbe wird hier auch nochmal passieren. Ich weiß nicht, ob ich nochmal Fläche nehme, vielleicht nehme ich auch sowas wie mit Aura-Effekt später mit rein. Aber das kommt dann alles erst später. Ansonsten gibt es keine wichtigen Punkte irgendwie, die zu erwähnen sind, weil wir haben keine großen Punkte, die wir nehmen. Später natürlich dann wie immer schmerzvolle Einstimmung für den mehr Zauberschaden bei niedrigem Leben. Aber das kommt, wie gesagt, jetzt erst dann in den nächsten Leveln, wenn ich die Ausrüstung umtausche. Soweit habe ich also gelevelt. Nicht wirklich was Besonderes dabei. Könnt ihr dann quasi so nachbauen. Und nächste Woche Freitag kommt dann das nächste Video im Update. Soweit also erstmal dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und etwas weitergeholfen, wie ihr das Ganze leveln könnt. Wie gesagt, es ist kein Charakter, den ihr als ersten Charakter überhaupt spielt. Es ist kein League-Starter. Es ist ein zweiter, dritter, vierter Charakter, wo ihr schon die ganzen Sachen habt und dann einfach durchcruisen könnt durch die Story. Dafür ist das perfekt und dann im Endgame ordentlich durchschmettern. Ansonsten abonniert den Kanal, um auch die weiteren Updates nicht zu verpassen. Schaut mal auch Twitch vorbei und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video.